Und damit Gummo und herzlich willkommen zum 7. Spieltag der DDL, der Dummies Draft League. Und wie ihr sehen könnt, ich bin alleine, Dirty kann ich. Ich spiele gegen Eddie, ein guter Freund von mir. Und das wird sehr wild. Ich habe jetzt einmal, also ich habe es eben gerade gestreamt. Werd nach dem Kampf auch nochmal streamen. Das heißt, folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr das zufällig seht. Und ja. Ja. Wir spielen gegen Eddie. Ich stelle euch einmal das Team vom lieben Eddie vor. Er hat im Team Iron Valiant und Iron Bundle im S-Tier, Hydreigon mit Terra, Poison im, und Akani im A-Tier, Metagross, Quagsire und Gardevoir im B-Tier, Pinkurchin und Komala und Delmice im C-Tier und Oricorio Sensu mit Open Terra im D-Tier. Wir haben heute dabei Focus Sash Beaveril mit Terra Grass, Rototiller, damit wir einen plus 2 Attack und Special Attack Boost bekommen. Surfer, Grassnot, Ice Beam als gute Coverage Moves. Choice Scarf Gallade mit Psycho Cut, Sacred Sword, Leaf Blade, Night Slash, nichts Besonderes. Booster Energy, Iron Moth. Warte mal, ich will kurz gucken. Oh. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, zu wenig Speed. Ich habe zu wenig Speed, um Iron Bundle zu outspeeden. Muss ich Jolly gehen? Jo, ich muss Jolly gehen. Dann mit Jolly. Ich möchte nämlich gerne Iron Bundle outspeeden. So, 212. Schade Schokolade. Was will man tun? 212. 273, passt. Das heißt, wir importieren nochmal neu. In der Zwischenzeit Mechamothra mit Booster Energy ausgelegt auf den Speed Boost, damit wir schneller sind als Dinge. Wir haben kein E-Terrain dabei, kann ich schon mal spoilern, weil Dinge. Damit Dinge nicht passieren. Wir haben Fortress dabei mit den Boots, Sturdy, Rapid Spin, V-Switch, Gyro Ball und T-Spikes, komplett Speedf. Choppleberry, Mildtank mit Body Slam, Stealth Rocks, Mildrink, T-Wave, komplett Speedf. Und ein Tapu Koko mit Mirror Herb, T-Bolt, Dazzling, Roost und Taunt. Das ist für Oricorio. So, gegen Eddie, Spieltag 7. Und wir gehen. Warte, Ton ist da? Ton ist da. Wir gehen rein. Okay, er hat Pinkurchin dabei. Ich habe meinen. Also, ich habe meinen Koko auch dabei, aber ohne E-Terrain. So, was hat Eddie denn überhaupt dabei? Er hat sein S-Tier dabei, das war klar. Hydreigon ist dabei, war klar. Arcanine ist. Nicht dabei, angenehm. Metagross ist dabei, hätte ich doch lieber gerne den Shadow Ball noch gehabt, egal. Quack ist dabei. Gardevoir ist nicht dabei. Pinkurchin ist dabei, kein Komala, kein Delmice, kein Oricorio. Okidoki. Okidoki. Das heißt, der Mirror Herb ist leider useless. Leider, leider. Seine Hazard Removal ist Hydra. Ich bin so am Überlegen, einfach T-Spikes zu legen, ne? Was spricht dagegen? Eigentlich gar nichts. Wir legen direkt die T-Spikes. So, was soll passieren? Wir haben die Sturdy, er hat nichts, was uns flinchen kann, er hat keinen Double-Hit, der uns killen würde. Wir legen die T-Spikes. Ich wünsche noch YouTube. Entschuldigung, Eddie. Ich wünsche U2 und ich lege T-Spikes gegen dich. So wie du gegen mich. Ich werde wahrscheinlich zwei Layer legen. Bevor Dinge passieren, die ich nicht will. Kein Hydreigon Mirror Matchup. Nee, leider nicht. Leider nicht. Da habe ich mich dagegen entschieden. Das wollte ich nicht. Weil mein Hydra sah gar nicht mal so cool. Also gegen das Team, was er jetzt dabei hat, sieht es sogar actually cool aus, aber. Ich habe mit Komala so ein bisschen gerechnet als Hardcounter für den. Quack macht das auch ganz in Ordnung. Dementsprechend, ja, doof. So, wenn Hydra kein Defog hat, hat er keine Hazard Removal. Was super angenehm ist. Was super, super angenehm ist. Okay, da ist Bundle.
Da gehen wir doch mal direkt in den Kalkulator. Jetzt weiß ich, ich werde T-Spikes legen, ne? Führt kein Weg dran vorbei. Da kommt der Hydro, die crittet direkt mal. Angenehm. Life Orb, okay. Eddie will's wissen. Okay, das könnte doof werden. Iron Bundle. Aber nicht Choice Bags, sondern Leben Orb. So, der wird sehr wahrscheinlich halt auf Speed Boost gehen. LV Life Orb. Gib doch einfach ein, Ole. Life Orb. Okay. Fortress. Hydro Pump. Crit. Hat mir 97 gemacht. Ja, der ist timid. Ja, der ist timid. Okay. Eddie will's wissen. So. Okay. Tapu Koko. Wird auch einfach umgeheatet. Miltank lebt halt ein. Und ich glaube, auf der Range brauche ich Gollum auch nicht mehr aufbewahren. Das heißt, wir gehen auf einen guten alten Voltwechsel. Boah, Life Orb. Eddie, was soll der Scheiß? Warum denn jetzt Life Orb? Muss das? Okay, U-Turn. Das ist okay. Das ist Hydra. Hydra müssen wir direkt in Schach halten. Hydra müssen wir direkt in Schach halten. Das heißt, wir gehen sehr wahrscheinlich jetzt in Coco und taunten den. Ich bin Coco und ich drücke Taunt. Damit du hier keinen Scheiß machst. Oh. Vergessen. Das ist natürlich jetzt doof. Ich habe absichtlich mein Terrain nicht dabei. Das wollte ich ihm nicht geben. Vor allem ist es die Hidden Ability von Coco. Also. Okay, Hydra. Was wollen sie mir tun? Gedefogged wird hier nämlich nicht. Nur damit das klar ist. Hier wird nicht gedefogged. Oder irgendwas derartiges getan. Weil ich sage nein zu Defog. So, Terra Poison. Er durch U-Turn. Das ist okay. Das ist auch vollkommen okay. So. Jetzt kann es halt sein, dass wieder Bundle reinkommt. Und Bundle will man natürlich jetzt hier gerade nicht stehen haben. Okay, aber er hat es jetzt gezeigt. Er ist Terra Poison. Das heißt, ich kann ab jetzt. Ich kann nicht so free Psycho Cut drücken, wie ich es gerne hätte, weil Metagross existiert. Aber es ist etwas, womit man jetzt erstmal arbeiten kann. So, irgendwas wird halt jetzt getoxt, außer Metagross. Mein Metagross switchen, der ist tot. Mein Metagross switchen, der ist tot. So. Sö. Damit ist aber auch mein Spinner weg. Was auch nicht so geil ist. Er hat zwei Rocker und ein Spiker. Ja. So, wie viel würde ich auf einen Hydra eigentlich machen? Kommt Bundle. Bundle wird gepoisoned. Bundle kriegt Schaden. Bundle tötet aber auch alles von mir jetzt. Bundle tötet alles von mir.
Glade. Glade stirbt auch. Probably. Digga, warum macht der so viel mit Life Orb? Heilweil. Digga, ich hab doch vor dem Kampf extra geguckt, ob der mich killen kann. Warum kann der auf einmal meinen Miltank 2 hitten? Das konnte der, als ich dieses Team gebaut... Achso, weil ich noch den Crit anhab. Ach so. Weil ich noch den Crit anhabe. Das ändert ja nochmal einiges jetzt hier. Coco. Coco stirbt safe. Gallade stirbt nicht. Fortress ist tot. Beaveril ist es jetzt nicht. Das heißt, wir werden in Gallade gehen und Chip auf Gallade nehmen. Einfach nur, um jetzt einmal zu pressuren. Da kommt die Hydro, sie trifft, passt. Wir sind schneller als der. Wir sind halt schneller als der. Die Frage ist, killt jetzt ein Night Slash? Killt jetzt ein Night Slash? Nee. Nicht wirklich. Aber ein Sacred Sword würde jetzt halt ordentlich reinscheppern. Die Frage ist, kommt Hydra? Sehe ich aber nicht, weil ich auf Psycho Cut drücken könnte. Wahrscheinlich kommt halt Metagross. Ich drücke Sacred Sword. Wenn Hydra kommt, habe ich die 50-50 halt verloren. Dann ist das so. Aber für Hydra habe ich prinzipiell noch einen Switch in. Metagross möchte ich gerne punishen. Ich denke mal auch auf Hydra sollte ich Damage machen. Mit Terra Poison. Ja, 36 bis 42. Damit lässt sich arbeiten. Damit lässt sich durchaus arbeiten. Ja. Das ist doch okay. Es kommt tatsächlich Hydra. Imagine, ich hätte andere Moves gedrückt. Imagine. Ja, wir werden sehr wahrscheinlich im Miltank gehen, ne? Wir können immer noch rocken. Wäre auch noch ein geiles Ding. Und wenn er defogt, ist Miltank halt erstmal drin, was auch nett ist. Wenn er U-Turn und Valiant reinkommt, dann Bodyslam ich den einfach. Dann Bodyslam ich den einfach. Das Miltank. Er roostet. Das ist okay. Wir könnten den hier jetzt einmal T-Waven. Oder wir könnten rocken. Ich tendiere gerade eher zu T-Wave. Komm, Dark Pulse. Okay, wir kriegen den. Die T-Wave. Nice. Schön. Wir können Milk trinken. Okay, dann wird er keinen Defog haben. Boah, möchte ich denn lieber rocken? Gleich möchte ich rocken. Frage ist jetzt so ein bisschen. Miltank gegen Valiant. Ich lebe ein CC. Ich lebe den CC. Wir drücken jetzt einmal Miltank, glaube ich. Also drücken wir jetzt Rocks. Der macht mir mit Close Combat 74 bis 55. Die Hydreigon U-Turn. Die Hydreigon U-Turn. Macht mir 11 bis 13. Würde mich danach halt mit einer Max-Roll killen, das wäre doof. Ja, wir Milk trinken. Genau. Genau. Da kommt Pinkertchen. Okay.
Okay, kann ich erstmal mitarbeiten? Ich drücke Stealth Rock. Ich drücke Stealth Rock dagegen. Das ist ja vollkommen okay. Da liegt die Spikes. Okay, das war mein Sash of Biberil. Der ist jetzt weg. Aber okay. Ist ja okay. Es könnte aber auch mein Gelade gewesen sein, wenn er jetzt nochmal spiked. Das wäre schon kritischer. I guess, wir werden jetzt einmal hart in Gelade gehen. Bevor Gelade an Spike stirbt. Okay, da kommt Rising Voltage. Schade. I guess, dann werden wir jetzt in Biberil gehen. Hallo, ich bin Biberil. Wir drücken Terra Grass, wir drücken Rototiller. Dann hoffen wir mal, dass Quack reinkommt. Weil wenn Quack reinkommt, ist Quack tot. Just for the notice. Okay, er bleibt drin. Drücken Rototiller. Con Rising Voltage. Den leben wir ganz okay. So. Biberil. Gegen Pinkertchen. Auf plus 2. Und nochmal plus 2. Gut, der eine plus 2 ist egal. Der Surfer macht 72 Min. Wir drücken Surfer. Wir drücken Surfer für den Biberil-Kill. Eddie schreibt gerade, what the... Ja, Eddie. Exactly. What the fuck. Sie haben es erfasst. What the fuck ist genau die Reaktion, die ich haben wollte auf meinen Biberil. So, und der Surfer sollte den eigentlich relativ safe rausnehmen. Er hat keinen Switch in den Surfer. Und ich weiß nicht, ob er seinen Pinkertchen sacken will. Das weiß ich nicht. Bundle stirbt. Wieso kommen solche Dinger immer gegen mich? Ja, Eddie, genau deswegen. Weil sie gegen dich sind. Was sagen sie zu meinem Biber? Jetzt hätte ich gerne Expert Belt oder so. Oder irgendwas, was boostet. Tja, Eddie. Was machst du gegen den Biber? Gegen den Biber wird einfach nur verloren. Mir wäre es lieber, würde er jetzt beim Kirchen zacken, weil dann kann die Motte am Ende prinzipiell gewinnen. Was auch insane wäre. Könnte nämlich die Motte gewinnen, wenn das kein Scarf Valiant ist. Oder selber Booster Energy, wovon ich nicht ausgehe. Da kommt Quack. Quack wird gepoisoned, kriegt Rocks Damage, kriegt das Damage. Bam. So, wir Grassnotten. Wir Grassnotten. Oder? Müssen wir. Oder? Wir sterben eh danach durch alles. Das heißt, wenn er für den Grassnot scouten will, gewinne ich das. Ich drücke nochmal Surfer. Der kann mich nicht killen. Er hat zu viele Grassnot-Switches, dass ich mich das jetzt trauen würde. Zu viele. Viel zu viele. So, Bundle kommt nur noch einmal rein. Ich werde danach eh durch alles revenged. Okay, er bleibt drin.
Er drückt Rocks. Schade, die hätte ich gerne verhindert. Die hätte ich gerne verhindert und kein Beaveril Kill. Das ist natürlich jetzt doof. Kein Beaver Kill. Und jetzt liegen hier Steinchen. Und ein Layer Spike. Natürlich doof. So. Das Bundle muss auf jeden Fall noch irgendwie verschwinden. Aber dagegen habe ich das Sex. Das ist halt gut. Wenn das Valiant keinen Speedboost bekommt, auch gut. Wenn Valiant keinen Speedboost bekommt, ist das auch gut. Weil dann gewinnt die Motte, actually. Ja. Da kommt Valiant. Wird getoxt. Okay. Ja, wir müssen den Biber hier abwerfen. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Der Biber bringt mir nämlich nichts mehr. Das heißt Surfer und Go. P-Jab. Ah, okay. Ja, er hat den Koko-Switch prevented. So. Ich gehe in die Kuh. Ich glaube, ich gehe actually in die Kuh rein. So, Hydra ist geparat. Pincurchin, alles ist getoxt außer Metagross. Metagross war noch nicht auf dem Feld. Okay. Wenn das Scarf ist, wovon ich jetzt einfach ja mal ausgehen muss. Valiant. Wovon ich leider jetzt ausgehen muss. Physisches Valiant, bitte. Sword Sense. Mit Poison Jab. Lebt Coco den auf jeden Fall. Obwohl. Nicht so safe, leider. Nicht so safe. Wir können natürlich jetzt in den Miltank gehen. Ich glaube, wir müssen in Coco gehen. Wir müssen in Coco gehen. Wir können natürlich auch scouten. Das ist das andere Ding. Wir können auch scouten. Und einmal in den Miltank gehen. Ich glaube, wir scouten und gehen einmal in den Miltank. Zeig mir, ob du Scarf bist. Ich wechsle aus. Wechselst du auch aus? Du wechselst auch aus. Wundervoll. Das heißt, wir kriegen Miltank wieder hoch. Einmal den guten alten Milchgetränk. Dark Puts, ja, ist in Ordnung. Ich bin halt schneller als du. Du kriegst irgendwann eine Full Para. Hoffe ich. Ich hab dich nicht umsonst geparat, du Arsch. So. Gucken wir doch mal. Wir drücken nochmal Milchgetränk. Haben dann noch 5, aber es ist okay. Pincurchin kommt rein. Okay. Den werde ich jetzt einfach raufhämmern. Body Slam. Er hat leider Recover. Okay, actually ein bisschen nervig, aber ich sollte Coco gegen den hochgeheilt bekommen. Aua, aua. Komm, Recover und wir können roosten. Rising Voltage macht 37, ist okay. Kann man mitarbeiten. Wir drücken nochmal Roost und taunten den jetzt. Wir taunten den jetzt. Du heilst dich nicht mehr. Du bist Gold, ja. Kein Burn, passt. Wir drücken den Donnerblitz. Oder? Der Diglim. Warum soll ich nicht Diglim drücken? Und Scald, bitte kein Burn. Dankeschön. Und der Taunt hält noch an, das heißt, ich kann jetzt einmal roosten. Hydra kommt, ist mir erstmal egal. Hydra ist da.
Wie T-Bone das Hydra. Daran wird mich jetzt ja gar nichts hindern. Weil du kriegst jetzt einfach eine Full Para. Warum? Weil ich das sage. So, wir haben die Motte, aber wahrscheinlich werden Valiant und Bundle schneller sein. Das sehe ich leider schon kommen. Miltank lebt halt von einem der beiden einen Hit. Aber nur von einem der beiden. Aber Pinkurchin muss nochmal raus und muss nochmal das Terrain setten. Ist auch noch so ein Ding. Und wir haben den Booster Energy. Er hat ihn nicht. Das heißt, wir kommen auch ohne Terrain zurecht. Wenn dein stärkster Move Dark Pulse ist, dann ist das für mich ja vollkommen okay. So, ein Bundle soll mal aufhören, seine Hydros zu treffen, bitte. Das wäre auch ultra nett. Das wäre auch ultra nett. So, wie viel macht Coco gegen ein Hydra? Bei Drygon. Mit Terra Poison. Da. Activated. 39 bis 47. Ist okay. Ist okay. Kann ich mitarbeiten. Kann ich mitarbeiten. Genau, 41, da kommt eine U-Turn. Da kommt Metagross. Metagross, immer noch ein Gefahren. Eine Gefahr für alle. So. Metagross, du bist eine Gefahr. Nur um es mal klarzustellen. Metagross, du bist eine Gefahr. Coco gegen Metagross. Metagross hat natürlich keinen Move. Earthquake. Earthquake, wenn er invested ist, killt er Earthquake mich einfach. Ja. Der killt mich einfach. Er muss nicht mehr Adamant sein. Ist es ein Ding, Coco jetzt Lebewohl zu sagen? Probably muss ich es halt, ne? Wie T-Bolden den für den Chip. Rock Polish. Ich hätte ihn gerne getauntet im Nachhinein. Oh, danke! Danke! Oh, das ist gut. Oh, das ist gut! Ich bin jetzt schneller als alles! Und ich kill alles an der Stelle! Coco, du Maschine! Coco, du bist eine Maschine! Oh! Coco, du geile Sau! Der Mirror Herb! Ich hab ihn komplett vergessen! Okay! Coco killt dir jetzt einfach alles. Wie geil ist das denn? Also Coco hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das Metagross zu killen. Das ist kein safer Kill, sehe ich gerade. Er hat geschrieben, Bro, was das? Na Digga, das ist mein Mirror Herb. Was willst du tun? Ich krieg jetzt eine gute Roll und das Metagross ist weg. Ganz einfache Sachlage. Ganz einfache Sachlage. Wenn Metagross died, habe ich gewonnen.
Habe ich gewonnen. Jop, jop. Nenn mir eine Challenge. Als Metagross muss halt noch am T-Bolt sterben. Es ist noch nicht entschieden. Das Metagross muss noch am T-Bolt sterben. Bis das Metagross am T-Bolt gestorben ist, ist noch nicht sicher. Der kann den nämlich leben. Aber ich kann auch den EQ leben, wenn er nicht Adamant ist. Muss man auch noch dazu sagen. Aber ich treffe jetzt einfach die Roll für den Crit am Anfang. Coco räumt hier jetzt bitte auf. Easy. Da kommt Valiant. Gegen Valiant. Der Sing killt immer. Der killt nicht. Bitte was? Nein! Eddie, du dummes Stück. Eddie, du dummes Stück Scheiße, Alter. Ich fick deinen Arsch. Der P-Jab hätte doch nicht gekillt. Eddie, du dummes Stück Scheiße. Der P-Jab hätte nicht gekillt. Der ist Assault West gewesen. Oh, no way. Assault West. Eddie, du dummes Stück Scheiße, Alter. Ich hasse dich. Hör doch auf. Coco wäre einfach durchgegangen. Jetzt wird's nochmal kompliziert. Och nö. Aber okay, Miltank kann das noch machen. Miltank kann das noch machen. Miltank lebt die Hydro. Mach mir nicht schwach, Eddie, bitte. Hydro. Ja. Mit Life Orb. 51 bis 61. Das passt. Das Miltank, das Hydra. So. Hydra können wir jetzt einfach mit dem Body Slam killen. Wir sind nicht in der Range von Hydro Pump. Wir killen ihn einfach mit dem Body Slam. Reverse Crit, let's go! Pinkurchin stirbt auch am Body Slam. Just for the notice. Oder? Einmal sicher gehen. Body Slam. Macht 29, ja. Okay, er kommt rein. Der kommt rein. Dann hat er aber kein Terrain. Body Slam. Die leben wir. Miltank, du Goat. Miltank, du geile Sau. So, das Bekirchen killen wir auch mit Miltank. Brauchen jetzt hier kein Risiko eingehen. Der kommt und damit GG. Eddie, ey. Eddie, was soll die Scheiße? Das wäre so ein cooler Coco-Sweep gewesen. Wir downloaden das Replay einmal sicherheitshalber. Upload and Share. Funktioniert das? Weil Showdown sagte, die Replays sind gerade down. Scheint nicht zu funktionieren. Okay. Okay. Machen wir das jetzt. So. Wenn wir sagen... Ah! Da sieh mal einer an. Das funktioniert ja. Gucken wir mal, dass wir das versendet bekommen. An die Ligaleitung. So.
Okay. An Dirty Boy. Noch einmal schicken. So, und wir haben 2-0 gegen Eddie gewonnen. Schön, 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 schön. Replay ist dead. Das Replay ist dead. Ja. Ich würde so gerne das Replay speichern, ne? Aber geht nicht. Wohl unter Umständen können wir das sogar speichern. Wenn wir hier den Link einmal verändern. Und statt Play ist es Replay. Replay. So, und dann können Fierce Replay. So, und dann noch sicherheitshalber https://, und dann replay.pokemonshowdown.com/format-Kampfnummer. Ja, ja, okay. Aber es ist der richtige Link. Es funktioniert. Ja, wir haben damit 2-0 gegen Eddie gewonnen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne positive Wörter da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fand. Ich würde sagen, Leute, reinschauen. Bis auf das nächste Video. Goodbye.